Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Cities Skylines. So, wir schauen mal gerade hier. Kleine Bestandsaufnahme, neue Aufnahmesession, die ich hier gerade gestartet habe. Stimmt, wir haben hier beim letzten Mal den ganzen Krams gebastelt. Der wird gerade leer gemacht, damit ich den verschieben kann. Ob das war der Grund, warum das Ding leer machen. Ja, ist ja gut. Oh, wir brauchen hier dringend eine Feuerwehr. Wir haben genug Kohle auf jeden Fall. Was kostet mich das Ding hier? 60k. Ja, wir müssen aber. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Aber wir setzen ihn hier. So. Guck an, dann wird es hier wahrscheinlich auch etwas besser werden. Ja. So, dann müssen wir mal langsam mal zusehen, dass wir die Gebäude hier einmal verschieben, dass wir die Straßen komplett ausbauen können. Was kostet mich das Verschieben? 3,5. Halte ich für vollkommen in Ordnung. So, dann können wir nämlich hier die Straße verschieben. Das Ding können wir aktuell noch nicht verschieben. Und das müssen wir dann wahrscheinlich auch verschieben. Kostet mich das? 6k. Bauen wir das Teil denn hin? Bauen uns ja auch mal mitten rein, dann passt das schon. Ja. Oh Gott, ich werde wieder dich gespammt mit meinem kleinen Vogel hier oben. Immer wieder steckt man den ganzen Scheiß. So. So. Das Ding muss auf. Ich glaube, das kostete 10k, das Teil zu verschieben, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Eigentlich können wir, glaube ich, jetzt auch wieder die Steuern senken. Wir haben die Steuern, glaube ich, extrem hoch gemacht, ne? Ne, 13, das ist noch okay. Hier gehen wir mal auf 10 wieder. Und hier machen wir 12 und hier machen wir 12. Oh, wir haben noch zwei Darlehen. Die könnten wir vielleicht auch mal zurückzahlen, ne? Ich glaube, da sparen wir jetzt gerade mal so ein bisschen drauf, damit wir die Darlehen zurückbezahlen können. Ist das ja nicht irgendwann wieder grün? Ja, langsam kommen die Bäume hier wieder. Okay, das dauert halt anscheinend einfach nur ein bisschen. Den müssen wir hier auch versetzen, ne? Was war da der Grund? Ah, okay. Den müssen wir auch entleeren. Gebäude entleert sich. Verstorbener aufbewahrt 391 von 3000. Wie geil, ne? Die, dass die jetzt auseinander wieder die Gräber hochgenommen werden. Eine kleine Kapelle, das finde ich süß. Ja, cool, wenn man die ein bisschen erweitern könnte, ne? So, das ist hier unser. Auch mit kleinem Park oben drauf. 1 von 6 hochgebildet. Aber wir brauchen auch, glaube ich, wahrscheinlich dringend eine Uni. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Uni. Ja, machen wir. Ganz locker flockig hier, meine Leute. Wie viel haben wir denn hier? 26% voll. Das dauert noch eben, bis wir den versetzen können. Also die Straße könnten wir jetzt eigentlich durchziehen. Das dürfte diese hier gewesen sein, ne? Ja. So. Dann müssen wir noch die Mühle versetzen. Ja, zumindest eine davon. Die kann man hier so schön hinsetzen, das macht ja nichts. So, ich weiß, das ist nicht schön, dass ich euch jetzt hier da den Platz weggenommen habe, aber mir ist das gerade Lattenhang. Muss es alles ein bisschen besser ausbauen hier. Okay, der muss noch weg. Und hier müsste das Kraftwerk auch umgesetzt werden. Weil wir dürften wahrscheinlich mittlerweile genug Kohle haben, um zumindest eins zurückzubezahlen. Hier nehmen wir das weg. Als 10.000, wie viel brauchen wir fürs nächste? 15? 18 sogar. Krematorium, Wasser auf. Oh, das ist cool. Hightech-Häuser.
Ermöglicht der Industrie durch die Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter zu arbeiten. Verdoppelt die Industrie. Aha. Ein Wohltäter für Großunternehmen, Enthusiasten für Kleinunternehmen. Monorail-Gleise auf vierspurigen Straßen. Okay. Großer Bahnhof. Wir haben ja gar keine Zuganbindung, glaube ich, hier, ne? Eieiei, das Wasser sieht auch mehr als eklig aus hier mittlerweile. Sollten wir auf jeden Fall früher oder später tauschen durch Wasseraufbereitungsanlagen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir erst das nächste Level, wenn ich mich richtig entsinne. Vorratstank, Pumpendienst. Genau, dafür brauchen wir 18.000. Wie lange brauchst du noch? 24%. Okay, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis der leer ist. Der ebenfalls, die bringen sie wahrscheinlich jetzt hier alle hin, ne? Hat 1489, ja. Die werden sie hier wahrscheinlich alle hinbringen. Genau, der schüttet die da einfach rein. Das ist ein bisschen mit dem Rumgenerve hier. Das ist, ich weiß, Monorail ist okay, habe ich mal angeguckt. Dankeschön. Wie sieht es denn hier parktechnisch aus? Wir sollten hier unten vielleicht nochmal ein paar Parks bauen, ne? Oh, kostet mich sehr viele Häuser, wenn ich das hier hinbaue. Etwas kleineren. Naja, so viel zum Thema kleineren Park. Die sind alle bedeutend größer. Ah, hier, guck an. Zack. Holen wir den da hin. Hier kann ich keinen hinbauen. Zumindest nicht so ohne weiteres. Können wir noch einen hinbauen? Ey, die wollen aber auch viele Parks haben, oder? Kann das sein? Hier unten natürlich auch dasselbe. Reißen wir mal ein paar Häuser weg. So, setzen wir mal so ein Gebäude hier hin. Das kostet nicht zu viele Gebäude. Machen wir das so. Die hat eine große Reichweite. Warte mal, wo habe ich den jetzt hingesetzt? Hier. Ah, okay. Braucht man klein wenig zu viel Platz. Dann setzen wir hier noch einen hin. So, wie sieht's im Kranken... Ach du Scheiße. Okay, wir brauchen eine Arztpraxis. Wo setzen wir die denn hin? Okay, dann müssen wir Häuser wegreißen. Da kommen wir gar nicht drum herum, so wie es aussieht. Dann machen wir die weg. Geht nicht anders. So, dann setzen wir hier noch gleich noch irgendwo einen hin. Weil wir mal gucken, wie viel Kohle wir aktuell machen. Können vielleicht, was haben wir hier noch? Rettungshubschrauberdepot haben wir schon. Sauna. Ach, kein Mensch, ey, ganz ehrlich. Kostet mich 2,4 pro Woche. Kostet mich für 100 pro Woche. Sollten wir aber vielleicht, glaube ich, doch 500er Kapazität. Wobei, das sieht alles super aus. Ganz ehrlich, das sieht doch alles gut aus hier. Wir setzen hier so eine Mitte hin. Dann ist hier auch alles abgedeckt. Hier ist alles abgedeckt. Hier ist fast alles abgedeckt, bis auf da. Aber das ist mir egal. Mülltechnisch sieht auch alles gut aus. Bildung. Ja gut, hier haben wir natürlich keine Bildung.
Okay, wir sollten dann vielleicht zumindest eine Grundschule bauen, dass die Leute nicht ganz dumm sind. Und dann langsam auch mal anfangen mit der Uni. Weil wir haben nur 2% hochgebildete Leute. Das ist ein bisschen zu wenig. So, hier kommen, machen wir hier. Zack, Schule. Immer noch zu wenig Kapazitäten. Wieso haben wir so wenig Kapazitäten, ey? Ich verstehe das nicht. Kann ich auch mal gerade noch wieder ein bisschen Kohle. 10k, weil ich müsste hier vielleicht auch noch eine hinsetzen. Zumindest eine Grundschule. So. Hier ist es sowieso egal, hier sollen Leute arbeiten. Und das nächste Projekt wird dann auf jeden Fall... Eieiei, wird immer mehr hier. Also ich könnte mir jetzt eigentlich auch so langsam mal Gedanken über... so Straßenbahn machen, oder? Vierspurige Straße mit Straßenbahngleisen. Also zumindest hier so. Hier gibt es aber auch nicht als Einbahnstraße. Finde ich gerade so ein bisschen schade, dass es die nicht als Einbahnstraße gibt. Was ist das? U-Bahn, okay, können wir noch gar nicht. Großer Bahnhof, Bahnhof, Einbahnzuggleise. Fährhaltestelle, okay. Und Flughafen. Oh, wir können schon in den Zeppelin-Depot. Und können aber noch keinen Flughafen, ne? Brauchen wir 70k für. Ich glaube, das ist noch weit, weit, weit entfernt, bevor wir 70k basteln können. Haben wir eigentlich schon ein Taxidepot gebaut? Wieso haben wir noch kein Taxidepot? Taxistand. Wenn ein Taxi kein Fahrgast hat, kehrt es zum nächsten Taxistand zurück und wartet auf den nächsten Kunden. Okay, dann sollten wir vielleicht hier ab und zu mal einen kleinen Taxistand bauen. Mal so zwischen rein. Bauen. Und ich habe natürlich, glaube ich, keinen Platz mehr frei. So. Mock wieder so. Bin mal gespannt, ob sich das lohnt. Bürger. Also Touristen haben wir noch überhaupt nicht viel hier. So, da ist natürlich wieder die Nachfrage nach Wohngebäuden. Zack. Zack. So, können sie hier wieder bauen. Sieht's denn aus mit... oh, 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 Strom, 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 Strom. Wasserkraftwerk. Oh, das finde ich gut. Wo bauen wir das denn hin? Also hier ist kaum was. Dann müssen wir dich hier so hinbauen, oder? Weil hier ist, glaube ich, wirklich... Gehen wir das mal aus. Nicht genügend Geld. Wie viel braucht denn das? Megawatt. 16 Megawatt. Baukosten 60.000. 72.000. Macht aber zumindest 80 Megawatt, also ganz ehrlich. Und es ist grüne Energie. Dann könnte man vielleicht früher oder später hier den Scheiß wegwumsen.
Würde sagen, das machen wir, oder? Hier hinten so hin? Ich glaube, hier sollte das doch eigentlich wahrscheinlich keinen stören, hier vorne. Ja, ich weiß. So, guck. Weg. Wenigstens haben sie den Nassverkehr aus meinem Stadtviertel verbannt. Fresh Air. Ja, machen wir doch gerne. Machen wir doch gerne. So, wie viel brauchten wir? Ich glaube 80.000 brauchen wir, ne? Wie sieht es aktuell hier aus? 14% voll. So, das Teil können wir verschieben. So, bauen wir da hin. Ja, guck nicht so traurig. Einzige, was ich gemacht habe, ist hier was verschoben, my friend. So. Ja, ein bisschen zusehen, dass das hier alles ein bisschen passt, ne? Weil ich möchte hier eigentlich langsam die Industrie weg haben, dass ich die nur noch hier hinten baue. Ding! Was willst du jetzt schon wieder? Ich will keinen Bahnhof bauen, Mann. Brauche ich aktuell nicht. Ist zumindest nicht wofür. Wäre sinnvoll, mehrere Städte zu verbinden. Ja, aber ich habe nur eine. Meine Güte. Und dieses Rumstressen hier. Ja, guck an. Siehst du, das ist mittlerweile auch schon wieder schön grün geworden hier. Läuft doch alles. Ich finde das schön. ...16.000 Einwohner, stetig steigend. Warte mal. Währung stoppen. Normalbetrieb. Weil dann sind die ja gleich wahrscheinlich voll. Oh, voll, was heißt voll? Ein einzigartiges Gebäude. Können wir überhaupt schon irgendwie was bauen? Statue des Wohlstands. Stadtanforderung für den Bau des Weltraumlifts. Transportturm. Okay. Was ist das? Stadion. Ja, ich glaube, da gibt es einige Sachen, die wir hier basteln können. Kein Platz mehr. Dann darfst du mal einmal leer machen. Ja, Polizeihauptquartier. Ich brauche aktuell keine weitere Polizei. Aktuell sieht noch alles ganz gut aus. Okay, wir sollten vielleicht eine neue Deponie bauen, ne? Prozent voll. So, ich wollte aber jetzt immer noch das beknackte Kraftwerk bauen, weil wir wahrscheinlich irgendwann in Stromprobleme reinrennen werden. Die beiden Gebäude müssen auf jeden Fall noch weg. Das muss noch weg. Hier, da wird schon wieder was auf. Alter Schwede, geht das flott. Und sieh mal, ein neues Grundstück. Ja, aktuell will ich kein neues Grundstück haben, weil ich sowieso nicht weiß, welches. Naja, okay, wahrscheinlich eher so das hier. Na, vielleicht möchte ich auch hier so ein bisschen in die Berge oder in den Wald. Das glaube ich auch gar nicht mal so schlecht. Ja, Uni baue ich auch noch. Chill mal. Wir wollen jetzt gleich erstmal ein Wasserkraftwerk bauen hier. Nicht genügend Geld. 80 Megawatt. Das ist nun auch nicht gerade viel, ne? Können wir hier irgendwo woanders noch ein bisschen mehr rausholen? 32 Megawatt. Oh, ja, hier. 96, 80 Megawatt. 80 Megawatt.
Oh Gott, 240 Megawatt. Was sind da? Ach, Steine. Ich schätze Baukosten 80.000, aber 240 Megawatt, ich glaube, das lohnt sich. Wir bauen das. So, das müssen wir natürlich jetzt nochmal mit Strom verbinden hier, ne? So. Kick an. Ihr solltet jetzt gleich wieder alle Strom kriegen. Eigentlich. Eieieiei. Oh oh. Außer 240. So. Ich jetzt die Frage, ob sich das hier nicht ein klein wenig zu krass steigert. Der wohl nicht so drüber laufen hier, ne? Das wäre nämlich schlecht. Er sollte jetzt aber auf jeden Fall... Ja, komm her, 656 Megawatt Stromerzeugung. Und 320 knapp brauchen wir. Läuft doch. Na, dafür könnten wir wahrscheinlich... Eben, wir haben, ah, das variiert aber, ne? Das Ding macht 6 Megawatt, die könnten wir wahrscheinlich verkaufen. Möchten Sie fortfahren? Ja. Wir nehmen einfach zu viel Platz weg. Sonst hier noch eine Mühle stehen? Nö. So, dann haben wir hier noch ein Kraftwerk. Wie viel macht das? Ah, 150 Megawatt. Kostet aber auch sehr viel. Ja, weg. Und tschüss. Jemand holt unseren Müll ab. Was? Was halte ich für ein Gerücht? Wir sind hier noch drin, 8% noch. Komm her, das kriegen wir noch leer. Aus 320 Megawatt. 368 Megawatt. Wonach richtet sich das eigentlich? Weil das ist auch geil, die ganze grüne, eklige Suppe wird hier durchgejagt. Und halt 4800. Okay, das variiert immer so ein bisschen. Bin die Frage, ob man hier einfach noch eins hinbaut. Oder im Endeffekt hier weiter oben noch zwei sogar. Moment, können wir mal kurz ausrechnen. Was kommt denn hier warum? So, liegt nicht mal bei mir im Stadtgebiet. 32 Megawatt. Aber ganz ehrlich, der lohnt sich ja schon gewaltig. Aber hier haben wir doch auch noch eine Deponie. Die ist auch fast voll. So, warte mal. Könnten wir jetzt eigentlich noch das zweite Darlehen? Ja. Ist das nämlich auch weg? Was haben wir denn? Einnahmen haben wir aktuell 30.000. Ausgaben 10.000. Mehr nicht. Achso, nee. Steuereinnahmen. Machen wir unsere Ausgaben? Da. 35.000. Also ich habe hier doch ein Dings gebaut. Macht man nicht so einen Stress. So. Ah, dann kann der Müllwagen da auch ein bisschen gemütlich langfahren. Da braucht er nicht so weit rumeiern hier. Wieso ist denn das ja eigentlich nicht markiert? Habe ich dem was weggerissen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, die Nachfrage nach Industriegebieten steigt.
haben wir denn hier? Wie viele Punkte haben wir denn dazwischen? 1, 2, 3. Oh, 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 das ist ein bisschen schief geworden hier. Oh, wir sind bei 18k und wir können jetzt die Wasseraufbereitungsanlage bauen. Das finde ich sehr schön. Das freut mich. Ich finde das cool, dass wir mittlerweile überhaupt keine Geldprobleme mehr haben. So, Industrie. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So, sollen sich erstmal ausbreiten. Haben wir jetzt hier neu zugekriegt? Polizeihubschrauberdepot. Okay. So, dann würde ich aber ganz gerne. Ich möchte das gerne lieber markieren. Mal gerade aufheben hier. Wie gesagt, das soll alles hier rüber. Weil dann könnten wir hier nämlich im Endeffekt. Zack. So, können wir noch ein bisschen was bauen. Haben wir hier jetzt ein großer Endbahnhof. Okay. So, neuestes Projekt. Das machen wir dann auch erst in der nächsten Folge. Diese beknackten Abwasserpumpen abzulösen. Kommen nämlich sowieso relativ jetzt an die Grenze von unserem Abwassersystem. Ja, damit würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann. Bye, bye.